Wir sind bei der vorletzten regulären Folge angekommen. Und ja, ich muss es schon mal vorwegnehmen. Die allgemeine Qualität an Filmen, wie zum Beispiel in der Folge für 2006, kann nicht mehr gehalten werden. Dennoch sind hier durchaus richtig gute Streifen dabei, die ja vielleicht der ein oder andere gar nicht auf dem Schirm hat. Und so wie ich das öfter von euch via Instagram mitgeteilt bekomme, ist das ja schon des Öfteren der Fall. Zuerst aber wieder die obligatorische Latte an Filmen, die es gar nicht erst in die Liste geschafft haben. Eagle Eye, Acht Blickwinkel, Die Stadt der Blinden, Traitor, Deception und Untraceable. Alles natürlich Kandidaten für die Community-Liste, aber für mein Empfinden halt nicht gut genug für meinen selbst geschaffenen elitären Kreis der 10 Besten. Und wer meint, Anfang 2000er wäre nicht Retro, das Jugendwort in diesem Jahr war Gammelfleischparty und bezeichnet eine Feier mit Ü30 Gästen. Na, vielen Dank auch. Und damit rein in die besten Thriller aus dem Jahr 2008. Kommen wir zum ersten Kinofilm von Nicholas Winding Refn nach seiner Flucht vor der dänischen Filmlandschaft, die ihm nach Pusher 3 ziemlich auf die Nerven ging. Also ab nach England und 2007 erstmal für eine Miss Marple TV-Serie 2 Folgen drehen, um dann mit einem relativ unbekannten Tom Hardy in der Hauptrolle dem gefährlichsten Insassen Britanniens auf den Grund zu gehen. Dieser heißt eigentlich Michael Peterson und hat wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun. Mit dem Wunsch, berühmt zu werden und gefangen in der Einöde seines Lebens, überfällt er eine Post und landet für 7 Jahre im Knast. Dort nimmt er sich vor, Komiker zu werden und prügelt sich mit jedem, der ihm über den Weg läuft. Beim Schauen dieses Films weiß man nicht so recht, ob man jetzt lachen darf oder ob einem dieser Idiot irgendwie leid tun soll. Hardy spielt diesen Typen, der sich irgendwann für Charles Bronson hält, so intensiv und mit offensichtlicher Leidenschaft, dass man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass diese Geschichte wahr ist und dass diesen Typen wirklich gab. Ich verstehe jeden, der den Film gar nicht als Thriller einordnet, sondern vielleicht eher als Drama. Für mich hat er jedoch hier besser reingepasst und daher ist er mein Platz 10. Bronson. Bronson. Wenn ich den Namen Kate Beckinsale in den Ring schmeiße, werden die meisten wohl erstmal an Lack und Leder denken im Zusammenspiel mit spitzen Zähnen. Doch die gute Frau hat auch noch ein paar andere Streifen in der Vita, die man sich getrost ansehen kann. Zum Beispiel meinem Platz 9, Nichts als die Wahrheit. Dort spielt sie neben Matt Dillon und Vera Farmiga die Journalistin Rachel, die irgendwie an brisante Informationen bezüglich eines Anschlags auf den US-Präsidenten und der Identität einer CIA-Agentin gekommen ist. Nachdem sie diese Infos veröffentlicht, wird sie auch schon ins Gefängnis gesteckt, mit der nachdrücklichen Bitte, doch ihre Informanten zu verraten. Rachel hat jedoch Prinzipien und macht den Mund nicht auf. Dieser Fall ist wieder einer von der Kategorie total absurd und dementsprechend zumindest von wahren Tatsachen inspiriert. Denn 2003 gab es einen ähnlichen Fall, bei dem jedoch nicht nur Journalisten ins Visier gerieten, sondern auch Politiker. Regisseur Rod Lurie war vor seiner Karriere als Regisseur Filmkritiker und hat sich scheinbar den oft gehörten Satz "Wenn du es besser kannst, dann mach es doch selbst" zu Herzen genommen und 1999 seine erste große Regiearbeit vorgelegt. War zwar kein Geniestreich, aber das muss man ihm erstmal nachmachen, zumal er für die meisten seiner Streifen auch das Drehbuch selber schreibt. Mein Platz 9, Nichts als die Wahrheit. In the bowels of hell, do you know that? Neues aus Österreich und der Frage Drama oder Thriller. Da wir den Film Revanche hier durchnehmen, könnt ihr euch meine Sicht der Dinge aber vermutlich denken. In diesem Film von Regisseur Götz Spielmann geht es um Alex, der mit seiner heimlichen Geliebten, der Prostituierten Tamara, aus seinem tristen Leben ausbrechen will. Da Geld natürlich Mangelware ist, beschließt Alex, eine Bank zu überfallen. Außerdem haben wir noch den Polizisten Robert, der gerne ein Kind mit seiner Frau hätte, es aber irgendwie nicht klappen will. Jetzt dürft ihr raten, wessen Wege sich zufällig bei dem Banküberfall kreuzen. Allerdings geht es hier nicht um eine wilde Verfolgung der Bankräuber, sondern um menschliche Probleme, die sich aus dem Raub ergeben und wie sich die Leben verschiedenster Menschen kreuzen und nicht mehr trennen lassen. Spannung kommt hier dennoch auf, denn der Film heißt nicht umsonst Revanche. Rache ist in diesem Film ein großes Leitmotiv und natürlich auch die Frage,
ob sich diese überhaupt lohnt und ob diese überhaupt mit Gewalt zu tun haben muss. Revanche ist leider auch schon der vorletzte Kinofilm von Spielmann, denn seit 2011 lehrt er das Drehbuchschreiben an der Filmakademie Wien. 2022 kehrte er mit Der Schutzengel zumindest mal ins österreichische Fernsehen zurück. So gut wie mein Platz 8 wurde es dann aber leider nicht mehr. Revanche. Mit Tom Cruise fallen mir nur wenige Filme ein, die irgendwie mit der Zeit untergegangen sind. Entweder sind es Actionkracher à la Mission Impossible, grandiose Streifen außer der Reihe wie Edge of Tomorrow und Collateral oder halt totale Vollgurken wie Die Mumie. Irgendwas dazwischen ist mein Platz 7, bei dem sich Tom Cruise mit Regisseur Bryan Singer zusammentat, um das geplante Attentat auf den Führer durch Graf von Stauffenberg auf die Leinwand zu bringen. Mit 60 Millionen Dollar Budget wurde sogar ordentlich Geld in diesen kleinen Schnipsel der Historie gebuttert. Wie das Ganze ausging, sollte zumindest in Deutschland jeder wissen, der in der Schule ein bisschen aufgepasst hat. In den Staaten kannte kaum einer diese Geschichte und so wurde von deutschen Historikern und sogar vom Sohn des Echten von Stauffenberg befürchtet, dass die Amis so ihre ganz eigene Version draus basteln würden. Und mit Cruise in der Hauptrolle war ja sowieso schon alles verloren. Tja, und was bekamen wir dann zu sehen? Einen richtig guten Film, bei dem zwar einige Details nicht so ganz passen, das ist bei den meisten Filmen aber so, die auf Tatsachen basieren. Dennoch wurde es nicht das Debakel, das viele befürchteten. Geredet wird über den Film aber trotzdem nicht viel, egal ob nun positiv oder negativ. Gibt es bessere Filme mit Cruise? Auf jeden Fall. Gibt es bessere Filme über dieses Attentat? Nope. Und damit ist mein Plädoyer beendet. Mein Platz 7, Operation Walküre, das Stauffenberg-Attentat. Send Colonel Stauffenberg. Valkyrie. Mit meinem Platz 6 haben wir einen klassischen Gefängnisfilm und mit klassisch meine ich alle Zutaten, die man halt so kennt. Ein cooler Typ bekommt ohne böse Absicht eine Gefängnisstrafe aufgebrummt. Im Knast wird ihm übel mitgespielt und die Strafe wird erheblich länger. Ein sadistischer Wärter macht ihm das Leben schwer und unser Held hat einen Kumpel im Knast, der natürlich zum großen Schwachpunkt wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, alles schon 100-mal gesehen. Aber ich finde, bei Knastfilmen spielt die Atmosphäre und die Glaubhaftigkeit eine extrem große Rolle. Ich will schwere böse Jungs sehen, von denen ich mir in die Hose mache. Und ich will das Gefühl haben, selbst dort nicht überleben zu können. Ganz davon abgesehen, dass ich niemals dort landen will. All das erfüllt Fallon und mit Steven Dorff und Val Kilmer haben wir auch zwei Darsteller, die den Knastalltag mit Leben füllen. Regisseur Rick Roman Vaux kehrte 2017 mit Shotcaller sogar zum Knastfilmgenre zurück und den fand ich sogar nochmal eine Ecke besser. Ansonsten hat der gute Mann auch noch drei Filme mit Gerard Butler in der Vita stehen. Und naja, der größte Butler-Fan bin ich nicht. Aber es gibt schließlich Fans von Angel Has Fallen, Greenland und Kandahar. Also den guten Rick Roman Vaux vielleicht mal im Auge behalten und natürlich auch einen Blick auf Platz 6 werfen. Fallon. Whether you like it or not, you going into that yard. And one of you ain't coming out alive. Fallon. Ich hab's schon oft gesagt, ich sag's gerne wieder. The Shield ist einer der besten Serien überhaupt und gnadenlos unterschätzt. Zumindest bei uns in Deutschland. Jetzt dürft ihr dreimal raten, wann die letzte Staffel anlief. Genau, 2008. Und im selben Jahr erschien mit Street Kings ein Film, der es schaffte, dieses dreckige Gefühl der Serie und diese Gang-Mentalität in Verbindung mit korrupten Cops fast genauso stark hervorzurufen. Auf dem Regiestuhl saß mit David Ayer auch ein durchaus fähiger Mann, der zuvor schon das Drehbuch von Training Day ablieferte. In den Hauptrollen haben wir Keanu Reeves, Forrest Whitaker, Chris Evans und Hugh Laurie, die alle ihre eigene Auffassung von guter Polizeiarbeit haben. Reeves spielt hierbei Detective Ludlow, der gerne mal auf eigene Faust operiert. Als ein Kollege da keinen Bock mehr drauf hat, will Ludlow ihm einen Denkzettel verpassen. Allerdings läuft das Ganze so sehr aus dem Ruder, dass der Kollege tot ist und sogar eine Kugel von Ludlows Pistole in seinem Körper steckt. Ludlow fängt an zu ermitteln und muss feststellen, dass er keine
keinem auf seinem Revier trauen kann. Die Handlung reißt hier auch keine Bäume aus, wobei ich sagen muss, dass der Film zumindest mit seinen Figuren nicht zimperlich umgeht. Und auch das rote FSK 18 Logo hat schon seine Daseinsberechtigung. Für mich persönlich neben End of Watch Ayers bester Film bisher. Mein Platz 5, Street Kings. Nachdem DiCaprio 2006 gleich in zwei Filmen ganz vorne mitmischte, ist er nun zurück und muss sich diesmal mit Platz 4 begnügen. Der Mann, der niemals lebte, ist aber wahrscheinlich auch kein Film, der einem sofort einfällt, wenn es um seine Filmografie geht. Das gleiche gilt jedoch auch für Regisseur Ridley Scott, der sich hier mal an das Thema Politthriller mit Schwerpunkt Terrorismus im Nahen Osten heranwagt. Hierbei wird sich ordentlich Zeit gelassen, um die von DiCaprio und Russell Crowe gespielten Agenten Ferris und Hoffman einzuführen. Der eine steckt mitten im Krisenherd und versucht als Undercover CIA-Agent nicht aufzufliegen, der andere hängt nur am Telefon und gibt von Washington aus ganz entspannt die Anweisungen durch. Und natürlich geht im Laufe des Films so einiges schief. Allianzen werden auf die Probe gestellt und die Beziehung der beiden gerät ziemlich ins Wanken. Vielen Leuten ist der Film einfach zu langsam, was ich irgendwo auch nachvollziehen kann. Allerdings finde ich die grundlegende Thematik, aber auch die Darsteller derart spannend, dass mich die ein oder andere Länge nicht groß stört. Das Finale ist ja dann auch gekonnt nervenaufreibend und gerade bei Herrn DiCaprio weiß man ja nie, ob er am Ende nicht doch den Löffel abgibt. Alle Beteiligten haben wahrscheinlich schon bessere Streifen gemacht, ich finde ihn dennoch richtig stark. Mein Platz 4, der Mann, der niemals lebte. Ich war noch nie ein großer Angelina Jolie-Fan und auch wenn viele sie zum Anbeißen finden, selbst da muss ich passen. Dennoch kann ich natürlich nicht bestreiten, dass die gute Frau auch den ein oder anderen richtig starken Film in ihrer Vita hat. So zum Beispiel Der fremde Sohn von Clint Eastwood. In diesem wird in den 20er Jahren der 9-jährige Walter entführt und seine Mutter macht sich natürlich auf die Suche. 5 Monate später wird ihr der Junge wieder zurückgebracht, behauptet jedenfalls die örtliche Polizei. Die Mutter sieht das aber ein bisschen anders und weiß nicht, wer der kleine Rotzlöffel ist, der ihr davor gesetzt wurde. Dementsprechend ergibt sich nun auch noch ein Kampf gegen die Behörden, bei dem sich als Zuschauer auch irgendwann die Frage stellt, ob die Jolie nicht vielleicht doch einen an der Waffel hat und sie ihren Sohn nur nicht erkennt. Heutzutage kann man sich natürlich nur schwer vorstellen, dass es diesen Fall so ähnlich mal gegeben hat. Aber ohne DNA-Test war man damals halt aufgeschmissen und fremde Leute konnten vieles behaupten. Angelina Jolie spielt hier wirklich großartig und vor allem die Darsteller der Polizei sind extrem hassenswert. Wer selber Kinder hat, wird hier eventuell an die Decke gehen und alle anderen wahrscheinlich auch. Schnappt euch also ein Kissen zum Reinbeißen und ab geht die unfaire und korrupte Fahrt. Mein Platz 3, der fremde Sohn. Where the hell is he? I want my son back! I want my son back! Edward Norton und Colin Farrell in einem Film um korrupte Bullen? Ja, da bin ich doch sowas von dabei. Als ich diesen Streifen das erste Mal sah, war ich absolut hin und weg und das Ende hat sich förmlich in meinen Kopf gebrannt. In Gesetz der Ehre geht es um Jimmy, der dabei ist, in eine Polizistenfamilie einzuheiraten, zu der auch Ray gehört. Oberhaupt ist der strenge Francis, genial verkörpert von John Voight. Als 4 Polizisten ermordet werden, soll Jimmy die Ermittlungen übernehmen. Allerdings hat Ray auch schon die Fährte aufgenommen, da er mit ein paar örtlichen Gangstern seine ganz eigenen Geschäfte am Laufen hatte und das besser nicht rauskommt. Jimmy muss sich also irgendwann die Frage stellen, ob er zur offensichtlich ziemlich korrupten Familie hält oder sauber bleibt und einige unbequeme Entscheidungen trifft. Dieser Film sollte ursprünglich ein paar Jahre früher kommen. Allerdings waren polizeikritische Filme nach 9/11 gar nicht gern gesehen. Schließlich waren sie und die Feuerwehr die Helden an diesem Tag und man musste vor der Welt auch Geschlossenheit demonstrieren. 2006 wurde der Film also abgedreht und trotzdem noch bis 2008 im Schrank behalten, bis man der Meinung war, jetzt könnte man sowas wieder bringen. Regisseur Gavin O'Connor sollte 3 Jahre später mit Warrior auch gleich den nächsten Knaller inszenieren und der 2006
2016er The Accountant mit Ben Affleck fand ich auch richtig stark. Der Mann hat also durchaus was drauf und könnte für meinen Geschmack mal die Schlagzahl erhöhen. Für alle, die auf Kopfthriller stehen, also ein absolutes Muss. Mein Platz 2, Das Gesetz der Ehre. Catherine Bigelow hat in ihrer Karriere auch bereits den ein oder anderen Knaller abgeliefert. Gefährliche Brandung, Near Dark, Blue Steel und später Zero Dark Thirty. Zwischendurch gab's aber auch noch meinen Platz 1, mit dem sie als erste Frau den Oscar für die beste Regie einheimste und sogar den Preis für den besten Film mitnahm. Man ist auch irgendwie nicht überrascht, wenn man hört, dass sie mal mit James Cameron verheiratet war. In The Hurt Locker bzw. Tödliches Kommando geht es um einen Trupp der Sprengmittelräumung im Irakkrieg. Diese Jungs kümmern sich also um Minen, Bomben und alles, was auch nur im Entferntesten danach aussieht. Der Draufgänger William James soll seinen verstorbenen Vorgesetzten ersetzen und das Team führen. Allerdings ist er alles andere als ein Teamplayer und seine Kollegen fragen sich schnell, ob sie mit ihm als Befehlshabendem überhaupt eine Chance haben, lebendig nach Hause zu kommen. Kriegsstreifen sind traditionell mit einem großen, aber auch namhaften Cast besetzt. So sind es hier Jeremy Renner, Anthony Mackie, Guy Pearce, Ralph Fiennes, David Morse und Evangeline Lilly, die dem explosiven Treiben Leben einhauchen. Und hier geht es nicht nur um Explosionen und Schießereien, sondern um die Soldaten selbst, die einen Job ausüben, der beim kleinsten Fehler tödlich endet und an dem sehr viele Männer einfach zerbrechen. Andere wiederum können einfach nicht damit aufhören. Extrem intensiv und vor allem spannend. Mein Platz 1, The Hurt Locker. Tödliches Kommando. Oh boy. Und damit sind wir auch am Ende unserer Folge über böse Bullen, Krieg und Knastgitter. Ich hoffe, ihr konntet euch den ein oder anderen Tipp notieren, den ihr noch nicht kanntet. Wie ich mitbekommen habe, nutzen viele diese Listen ja auch als Einkaufszettel. Und da ich nicht groß anders bin und während der Recherche selbst nochmal auf Filme aufmerksam werde, ärgert es mich zu Tode, wenn es den ein oder anderen Film einfach nicht auf Blu-ray gibt. Weil... keine Ahnung. Ja, ich gucke dich an, Pennygroom. Aber genug gemeckert, werfen wir noch einen Blick auf unsere Liste der besten Regisseure. Und wie wir sehen, sehen wir nicht viel. Denn lediglich Clint Eastwood kann sich durch Der fremde Sohn in die Liste schieben und landet auf Platz 5. Und auch Ridley Scott schafft es knapp in diese Riege und landet genau neben seinem Bruder Tony. Sehr schön. Und nun ist wieder euer Beitrag gefragt. Welche Filme raus, welche Filme rein? Wo lag ich total daneben? Ab in die Kommentare und abonniert mir ja den Kanal, sonst gibt's keinen Nachtisch. Damit wünsche ich euch eine entspannte Woche und bis zum nächsten Mal hier bei Ungeschnitten.